Und da hatte ich so eine geile Situation. Da habe ich die Ulti gezündet und bin, weiß ich nicht, gerade als sie abgelaufen war, bin ich gestorben und dann kamen die nochmal raus. Und dann waren die zweimal hintereinander gestanden, die sind alle gestorben. Das heißt, ich bin draufgegangen, aber dafür halt auch alle Gegner, ne? Ah, krass. Das war richtig, richtig krass. Aber sowas passiert natürlich nicht immer, ne? Vor allem nicht auf dem Niveau dann, ne? Ja. Kerrigan und ja. Ja, kein Range-DD, ne? Gut. Das ist gut. Ah, ich hatte gerade kurz überlegt, vielleicht nehme ich hier noch mal Tasse, ne? Boah. Ey, warum nicht? Tassa da, ich meine, Jaina, ich gehe auf Damage, Diablo macht gut Damage. Wähle mal aus, mal gucken, was die Leute sagen. Also, erstmal so vorwählen. Tasse. Die Damage. Damage sagen die. Okay. Also gerade gegen Nova, Kel'Thas, wäre Doppeltank, Doppelsupport schon echt hart gewesen, ne, für die. Ah. Dann nimmst du Nova quasi aus dem Spiel eigentlich. Ja, Problem ist nur, meine Befürchtung war jetzt, Ich kämpfe bis wenn zum ich Tassa da nehme, Atemzug. dann nimmt der Diablo, der unten Diablo nehmen will, hinterher einen Damage-Dealer, den er nicht spielen kann. Nur weil wir einen Damage-Dealer brauchen, weißt du, in seinen Augen. Das Ah. wäre halt mies gewesen. Na gut. Enthält zu viel. Ja, guck mal, der Jaina ist auch Thrall. Ja, alle sind Thrall mittlerweile. Nova mit einem Typ im Placement. Der muss ja ein MMR haben von Rang 1. Ja, so die Richtung, so 5, 6, 7. Vielleicht ein zweiter Account. Kannst mir nicht erzählen. Ich meine, wenn die Leute anfangen, die schaffen es doch nicht im Placement, wenn die gerade neu im Spiel sind. Ja, kann eigentlich nicht, ne? Auf Rang 10 plus hoch. Kann ich mir nicht vorstellen. Entweder einen neuen Account gemacht oder einen zweiten Account gemacht oder. Oder halt wirklich, weiß ich nicht, von Release an bis heute nur Schnellsuche gespielt. Und Teamliga. Ja, okay, alle gehen top. Alles klar. 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Lass die Schlacht beginnen. Elemente leitet mich.
muss etc. Ja, den kriegen wir wahrscheinlich nicht dann, ne? Ja. Oh, was in der Mitte? Komm. Das ist die echte hier, ne? Die alten Schreine erwachen. Kontrolliert sie. Alter Diablo. Setzt den Drachenritter frei. Keinen gekriegt, Alter. Aktiviert die Schreine jetzt, dann gehört die Macht des Drachen euch. Ach so, Apokalypse! Ja, unten habe ich verloren. Ja, oben habe ich verloren. Tschüss. Besser Drache inkommen. Ah, Gott. Alter, die Nova hat einen Lebenspunkt, Junge. Einen. Nix hat die. Oh mein Gott. Oh. Unten haben wir. Oben sind drei. Alles. Das ist ein Witz, Junge, echt. Ich hätte das da nehmen sollen. Vom Support haben wir eh nichts hier. Mann, wieso? Hebt er denn den nicht rum? Verstanden. Oh, unsere Morales darf er gar nicht schreiben. Vielleicht ist sie deshalb so schlecht. Ich werde abgeholt. Ja, doch nicht. Nicht oben. Da unten ist unser.
Diablo ist so doof. Der hat doch gesehen, dass da drei sind. Oh Mann, ey. Tschüss, Jaina. Schnall ich nicht, echt nicht. Okay, unten ist verloren. Und Level 10. Nein, Diablo, nein. Ich muss meine Wunden versorgen. Ja, kein Plan. Von euch wird keine Ahnung, Alter. Ich weiß nicht, was ich tun soll hier. Verstanden. Ich hab so keine Mana mehr, ich muss hier weg, aber zockt auch wieder keiner. Der Drache, den kriegt er aber gut down, ne? Ja. Top sind zwei Moradin und ETC. Moradin, wir kommen, glaube ich, wieder runter. Ja. Oh, Jaina lässt sich wieder abholen, alles klar. Alter. Echt anstrengendes Spiel heute, ne? Oh, schlimm! Schon so kurz davor, irgendwas zu schreiben, ne? Aber ich lasse es lieber bleiben. Sonst haben wir einen Salat wie in dem einen Ding da. Okay. Aber Hauptsache, die Morales schreibt, we need damage! Kommt aber nicht klar, die heilt nicht, die macht nur Auto-Attacks. Guck dir das mal an. Morales? Ja. Nein, Morales kann auch gar nicht schreiben. Ah ja, stimmt. Okay, ich bin tot. Tschüss. Die Macht der Schreine wächst. Der Drachen wird erhöht aus dem Stein. Ich gleich ein Affen, Junge. Bin tot. Ja. Befreit den Drachenritter und bringt euren Feinden den Tod. Aber Jaina ist ja schon fünfmal gestorben. Keine Chance, Alter. Ja, die Jaina, die platzt ja auch nur, weil die ganze Zeit alleine reinrennt. Und ich kämpfe immer gegen zwei da oben. Immer ist ETC und Moradin da. Und dann kommt zwischendurch die Nova, um mich abzuholen, ja. Boah. Dahin.
Okay. Boah, krass. Und dann Dauer mal Sprit. Einfach keine Skillshots, die Gainer. Lasst uns dieses Söldnerlager erobern. Zu euch. Auch einen Moment, aber hier schon mal jetzt zum Kleinen. Die Schreine erwachen erneut. Ja. Wer wird den Drachenritter beherrschen? Ich muss einfach mal ein paar Kills machen und darüber wieder ins Spiel kommen. Jetzt weg, 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 weg. Nur ein Stun. Wartet. Befreit ihn und vernichtet eure Feinde. Ja, ne. Was macht unsere Jaina eigentlich? Die ist nur tot oder nicht am Start? Ja, tot. Ihr werdet brennen! Boah, nicht mal der geht down, ey. So bitter. Das gibt's nicht. Ja, GG, ne? Ja. Jetzt ein guten Game. Jaina hat nichts gemacht, außer neunmal zu sterben, finde ich auch cool. Alter. Ach, unsere Morales hat auch schon wieder auf Damage geskillt hier. Nein. Explosionsradius der Granate. Absolut wichtig, auch wenn gegen man gegen ja, ETC und Moradin spielt und Keltas, ist das absolut wichtig, einen Explosionsradius zu erhöhen. Kann ich nur jedem empfehlen. Vor allem dann, wenn ihr gegen mich spielt. Tschüss.